Am Red Bull Ring in Zeltweg fanden Gedenken an den einzigen österreichischen Straßenmotorradweltmeister Robert Hollaus ein Rennen statt. Stargast des Nachmittags war der 15-fache Weltmeister der italienischen Motorradlegende Giacomo Agostini auf seiner MV Augusta. Giacomo Agostini ist wie nur mit Ali auf zwei Rädern. Also unschlagbar. Mein erstes Motorrad bekam ich mit 9. Bei meinem ersten Rennen wurde ich Zweiter. Danach habe ich 123 Grand Prix-Siege in 189 Rennen erzielt. Mein erster Weltmeistertitel 1966 in Monza vor meinen Landsleuten war natürlich etwas ganz Besonderes. Das ist so wie die erste Liebe, die man nie vergisst. Fahren Sie immer noch mit Fußball? Nein. Ich bin an meine Grenzen gegangen, als ich noch aktiv war. Heute überlasse ich das den Jüngern. Ich fahre ja schon lange keine Rennen mehr. Und ich halte nichts von Comebacks. War es schwer aufzuhören? Sehr schwer. Ich habe 3 Tage lang geweint. Aber so ist das im Leben. Irgendwann muss Schluss sein. One day we must stop. Glauben Sie, dass irgendjemand den Rekord von 15 Weltmeistertiteln niemals erreichen wird? 15 Championships? I hope not. Ich hoffe nicht. Das wird schwer, denn ich bin in 2 Klassen gefahren, 350er und 500er. Und heute fahren alle nur eine Klasse. Today is more Signorito, only one class, so I think it's difficult. Sie bleiben der Beste. Ich hoffe. Warum nicht?